Das wäre auch viel zu einfach gewesen. Hatte mich nur ein Zack. Und du hast auch nur ein L. Und schon sieht der Ganze nämlich ein bisschen schöner aus, nicht wahr? So, Kalbala Baumaterial, das funktioniert schon mal, würde ich sagen. So, dann hatten wir gesagt, wollten wir nach Bottendorf auch noch Baumaterial reinbringen. Wie machen wir das am blödesten? Ach ja, genau, hatten wir ja auch gesagt, das machen wir mit dem LKW, ne? Kommt er eigentlich wieder raus hier? Der fährt hier rein. Kommt er hier raus? Tatsache, der kommt hier raus. Gucken die an. Wird denn das Kudo gebaut? Weiß das einfach. Bottendorf. Mal gucken, wo will denn Bottendorf sein die Lumpe hinhaben? Ans andere Ende der Stadt. Das ist natürlich jetzt weniger schön. Ah, guck mal. Nee, doch nicht. Dachte, das wäre ein LKW-Terminal. Wie viel nimmst du denn ein? Du nimmst das ganze Ding ein. Eigentlich komplett die Industrie. Dann könnten wir doch eigentlich an dich. Autosave. Dann lade mal. Nein, nicht laden, sondern speichere mal. Könnten wir doch eigentlich eine Plattform für Güter hier mit dran knallern. Wäre vielleicht gar nicht mehr so doof. Machen wir ein bisschen länger. Und Stationsausfahrt, Stationseinfahrt. Zack. Ich hoffe, die Busse fahren da jetzt nicht drüber. Das war nämlich eigentlich so nicht geplant. Nee. Ach doch. Fahren zumindest hier raus. Warte mal, welche Bottendorf-Linie verwalten? Es ist, müssen wir einen Wegpunkt einbauen, ne? Das heißt nämlich nicht hier oben, sondern eigentlich jetzt nur die LKWs reinfahren. Nicht, dass die Busse den LKWs nachher noch im Weg stehen. Das finde ich irgendwie semi-optimal. Wäre nicht so schön. Ich glaube, das geht Tatsache über Wegpunkte am besten. Haben wir irgendein Schild mit Bussen drauf? Und zwar kein Verbot, sondern ein Gebot. Busse, ihr müsst hier lang. Na, guck mal. Zack. Zack. Dann brauchen wir dich nochmal. Und dann nach der 1, fährst du hier lang.
Hallo? Genau.13, 14, wo sind die 15? Dann habe ich den jetzt Bottendorf-Anbau zweimal hintereinander. Hä? Die Linie hat nicht gemeckert. 13. Komm her. Wenn wir es doch schon mal haben, das Schild, dann schicken wir den Bus da auch dann vorbei. Jetzt hätten wir das Schild ja nicht aufbauen müssen. Zack. Siehst du, Busse, ihr müsst hier lang, sagt das Schild. Ja. Gut. Dann müssen wir das Baumaterial hier runterkriegen. Das ist natürlich nur die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir gehen neben den Zug her, der hier eh schon lang fährt. Aber wo wollen wir dann hier auf der Straße drauf gehen? Natürlich auch so die Frage. Na, Landstraßen, die kommt ein bisschen weiter hinten, wa? Ja, das dauert alles einen Moment hier. So, hier haben wir sie doch. Nehmen wir die Kleine. Nee, die ist zu derbe. So, pass mal auf. Leg dich doch mal da an. Machst du nicht. Machst du nicht, weil du eine Straße bist und das ist eine Linie, eine Zuglinie. Ist blöd, dass du das nicht machst. Wenn wir auf der anderen Seite rauskommen, bringt das was? Müssen wir hier neben irgendwo rauskommen und dann gucken, ob wir da drauf kommen. Das wird aber nichts werden wegen dem Knick. Also gucken, dass wir hier rechts irgendwie drauf kommen. Na, mal schauen, ob das funktioniert. Ja, mal gespannt. Du sollst schon in den Tunnel rein, Kollege. Geh doch mal in den Tunnel rein. Hä? Was geht denn der jetzt auf die Brücke sogar? Ach, hier ist er schon mal hoch. Ist schon mal schlecht. So, hier fährt er schon mal ins Tal rein. Warum dann nicht gleich da bleiben? Pass mal auf, machen wir dich so ein bisschen weiter weg. Dass du wenigstens noch die Chance hast. Nee. So, sind wir schon mal im Tunnel. Kollision, wo kollidiert er jetzt? Krümmung zu groß, was willst du denn jetzt? Ach, jetzt hör doch auf. Kann ich hier nicht mehr ansnappen oder was? Oh, bitte, Spiel.
unterirdisch zu bauen ist gar nicht so einfach. So, oder du gehst hier drauf, wenn es funktioniert. Funktioniert nicht, warum nicht? Warum bist du denn schon wieder so hoch? Stimmt mit dir nicht. Ach, weil du da hoch gehst. Hä? Ich hätte gerne die Straße erwischen, ne? Wenn nicht so viele Bäume wären. Pass mal auf. Jetzt sagen. Funktioniert das, dass du da unten gleich reingehst? Gleich in den Tunnel nach Möglichkeit. Genau. Du brauchst ja nur noch hier irgendwie ansnappen. Warum nicht? Wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Bis hierhin willst du noch. Dann machen wir das erstmal so. Und dann so. Oh, das funktioniert jetzt. Alter Falter. Ist ja schon ein bisschen Gebau hier. Ganze Lumpe. Aber gut, aber gut. So, das heißt, dann bräuchten wir genau. Straße erstmal fortführen. Bis wir hier rankommen. Zack. Straßenfahrzeugdepot hatten wir jetzt natürlich hier beim anderen Ende der Welt. Aber es macht nichts. Und dann nehmen wir dieselben wieder. Auch nochmal 5. Zack. Kaufen. Wie hieß das Café jetzt? Bottendorf, genau. Und das wäre eine neue Linie. Und zwar von dort. Nach dort. Und das wäre dann Bottendorf. Baumaterial. Und dann dürfte eigentlich hier hinten die Baumaterialfabrik gleich ganz schön angeteasert werden. Kalbala Baumaterialzug. Hat der schon was dabei? Wo ist er denn? Da ist er. Was hast du drauf? 35. Aber wenn er jetzt schon alleine für Kalbala schon 35 drauf hat, ne? Dann wird er ja gleich richtig Gas geben. Jetzt fängt es aber wieder an nachzuziehen hier. Nicht so schön. So, haben wir das. Dann hatten wir gesagt, wollten wir die Werkzeuge noch reinbringen. Dafür brauchen wir aber Holz. Und du bist voll ausgelastet, hatte ich gesagt. Ne? 100% wird abtransportiert und zwar hierher. Und von hier kommt es dann. Ach, guck mal, hier hinten haben wir sogar schon.
Eine Maschinenfabrik. Und die ist noch nicht mal mehr ausgelastet. Wie sieht denn das aus mit Rohstoffen im Lager? 26 mal Holz und... Da könnte man sogar noch ein bisschen was... Warte mal. Was fährt denn da? Was hast du denn? Den normalen Rungwagen. Der normale Rungwagen. Kriegt der Maschinen mit? Der normale, einfache Rungenwagen. Kriegt der Maschinen mit? Natürlich nicht. Das ist natürlich mal wieder ein Träumchen. Müssten wir eigentlich dem Zug noch ein paar Waggons hinterhängen? Und dann können wir nämlich die Maschinen hier gleich herholen. Und von hier aus auch nach Kalbella reinschaffen. Das wäre eigentlich ein kleineres Problem. Kalbella Holzmaschinen, ja. Hallo. Fahrzeuge verwalten. Wie viele sind es, die beiden nur? Fahrzeuge, alle Fahrzeuge ändern. Zehn, brauchen die überhaupt so viel? Nee, ne? 1, 2, 3 mal weg jeweils. 1, 2, 3. Und dann hängen wir mal irgendwas dahinter, das auch Maschinen mitnimmt. Ach komm, weil es Spaß macht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ändern. Zack. Dann müssten die eigentlich demnächst... Ach nee. Noch nicht. Weil das Sägewerk weiß natürlich nichts mit den Maschinen anzufangen. Also werden sie den Bums hier nicht herbringen. Nehmen wir dich nochmal. Und ein paar LKWs dazu. Eben hatten wir die Rungen. Nimmst du Maschinen mit? Alle Güter. Na, gucke mal. Machen wir mal 5 Stück. Zack. Neue Linie. Von hier nach hier. Und das wäre dann Kalbala Maschinen. Bumm. Na, schauen wir mal, ob das was wird. Aber das müsste eigentlich rein theoretisch Holzmaschinen oder Werkzeuge auch. Aha, wo kommen denn die Werkzeuge jetzt hierher? Weiß doch nicht, was das schlimm. Das kann mal ruhig. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn das jetzt. Aber normalerweise, die Fabrik ist noch nicht ausgelastet. Da geht noch einiges in der Produktion. Abtransportiert wird auch noch nicht alles. Einzige, was man machen könnte, ist gucken, dass wir noch ein bisschen Stahl und ein bisschen Holz von hier hinten darüber organisieren. Hier hatten wir nochmal eine Stahlfabrik. Den Stahl dann nochmal mit drüber eiern. Wird hier aber ganz schön knapplig. Haben wir denn hier noch irgendein Gleis frei? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ne, haben wir auch nicht mehr. Kalbala Maschinen, noch bleibt nichts liegen.
Noch bleibt nichts liegen. Was fehlt dir denn am meisten? Holz. Stahl hält sich so in Grenzen, aber Holz brauchst du eine Menge. Holz hatten wir doch hier auch irgendwo noch in der Ecke in der Produktion, ne? Müssen wir aber ganz schön weit fahren. Warte mal, was haben wir denn hier? Eine Person. Ja, möchte ich ja nur ungerne. Warte mal, hier könnten wir unten durchgehen. Wäre also machbar. Gehen wir hier dran vorbei. Hier unten durch. Gucken, dass wir hier ein bisschen hochkommen und rübergehen. So, dann sind wir hier. Wenn wir jetzt hier durchkommen, müssen wir hier oben drüber und da unten drunter durch, nach Möglichkeit. Und dann hier hinten rein. Das was wird. Könnte eigentlich funktionieren, oder? Was denkt ihr? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.